herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und zwar in Hamburg. Ich habe mich heute hier mal an das Fenster gesetzt. Wir sind momentan im Motel One und ich mache mich gerade tatsächlich fertig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann ihr dieses Video seht, vielleicht nächste Woche oder die Woche drauf, das weiß ich noch nicht. Aber ich habe mir halt einfach mal so überlegt gehabt, hey, ich zeige euch mal, wie ich mich fertig mache. Und ich habe das jetzt gerade total spontan entschieden, weil es fängt wohl demnächst an zu regnen, ziemlich krass in Hamburg. Deswegen würde ich euch gerne zeigen, wie mein Look entstanden ist für der König der Löwen. Also ich habe das Outfit werdet ihr hier komplett sehen. Ich habe mich komplett abfotografieren lassen von Marc. Und ich habe jetzt mal schon mit der Arbeit angefangen. Und zwar wollte ich euch ganz, ganz kurz zeigen, wie ich angefangen habe. Ich habe jetzt meine Augenbrauen gemacht, heute etwas stärker, weil das Augen-Make-up sehr stark wird. Ich entschuldige mich auch für die Lichtverhältnisse. Ich sitze jetzt, wie gesagt, an einem Fenster und ich dachte, ich zeige euch trotzdem, was ich gemacht habe. Ich habe hier den Catrice Camouflage Concealer genommen, habe meine Augenbrauen ausgekauft, also praktisch ausgebufft sozusagen, habe die schön nachgemalt mit dem Catrice, und zwar ist ein neues Produkt, mit dem Catrice Slimatic Ultra Precise Stift. Das ist so einer, der so eine richtig coole Spitze hat. Das ist einer, der sehr, sehr gut, wirklich super eure Augenbrauen definiert. Dann habe ich noch so das Essence Eyebrow Gel drüber gegeben. Zum Definieren habe ich noch ein bisschen von dem neuen... Das ist der Brow Colorist. Das ist von Catrice praktisch einer. Der ist ultimativ geil. Leute, ich habe auch Chrome Nails. Sind die nicht geil? Meine Nageltante ist so, so talentiert. Und auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, damit ihr ein bisschen genau up to date seid, was ich jetzt tue, habe ich jetzt angefangen praktisch mit einem Concealer. Und ich habe mir hier in Hamburg einen Foundation Buffer gekauft, den ich so, so geil finde. Den habe ich jetzt seit gestern. Also nicht Samstag, sondern seit Freitag. Und ich habe jetzt mit dieser Farbe, leider Schatzeleins, kann ich euch nicht sagen, wie die Farbe heißt, habe ich mit dem Gelb angefangen, in der Crease zu arbeiten. Ich möchte so ein bisschen einen Smoky Look machen, aber mit einem Sunrise, der oben drüber ist. Und fange jetzt mal an, praktisch hier mit dem Braun noch weiter zu arbeiten. Das wäre jetzt erstmal der Stand bis jetzt. Dass ich sehr limitiert bin mit meinen Pinseln, gehe ich jetzt einfach mal in dieses Braun. Und Leute, ich schichte jetzt einfach Farbe auf Farbe in den Pinsel, weil ich habe einfach nicht. Ich habe mir hier sogar... Ach so, und dann habe ich hier noch ein Tape kleben, das seht ihr ja hier. Und jetzt fange ich einfach hier in der Outer V, also praktisch in den äußeren Bereichen, praktisch meinen Lidschatten abzudunkeln. Das sind übrigens Juvia's Place Paletten. Ich habe da einige von. Ich habe auch die Luna Beauty mitgenommen. Ich will aber irgendwie, dass es sehr, sehr... Also es ist halt König der Löwen. Ich dachte, ich mache halt einen Dem-inspired Look. Ich habe auch vor, einen NYX Vivid Bright Eyeliner zu benutzen. Ich bin gespannt, weil ich würde gerne einen schwarzen Eyeliner machen, mit einem anderen da drüber gesetzt. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe meine Haare übrigens auf. Das ist ein so günstiger... Ich habe natürlich mal wieder meinen Lockenstab vergessen. Also habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach eine Art Lockenfrisur bzw. Wellen und werde das dann einfach ganz, ganz, ganz leicht einfach ausbuffen und beziehungsweise aufrollen, ausbuffen durch den Lidschatten. Und um es noch ein bisschen zu intensivieren, gehe ich in die Baked Brown Palette von Dose of Colors. Ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Paletten da. Yes, I am crazy, but you know already. Ich finde halt irgendwie, also ich habe hier jetzt auch, ich blende euch mal das Bild von meinem Make-up-Tisch ein. Ich habe hier das Motel One ist ein so schönes Hotel, das gefällt mir so, so gut. Marc ist auch total begeistert, findet es auch sehr schön. Das Problem ist halt einfach nur, man hat hier super wenig Platz. Also wenn man es halt gewohnt ist, ein ganzes Zimmer zum Schminken zu benutzen, ist es schon ziemlich wenig, ja, was man hier einfach so zur Verfügung hat. Und man muss jetzt einfach arbeiten mit dem, was man hat. Also im Hotel, ich sag euch echt, das Motel One, wir waren heute Morgen frühstücken. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, total geiles Frühstück, super aufgebackene Brötchen und so, war total gut, also es hat mir echt gut gefallen. Ich bin jetzt hier übrigens in den, also das ist eine Palette, die gab es neulich bei einem Summer Heat Sale und ich bin jetzt hier in den Ton. Jetzt gehe ich in den äußeren, um weiter abzudunkeln, und Leute, ich bin immer noch mit demselben Pinsel, weil ich habe hier, glaube ich, 6 Blenderpinsel dabei. Manche Leute denken auch schon, das ist crazy, aber Leute, das ist für mich schon wenig, also das ist schon... Oh. Das ist so das minimalste Werkzeug, was ich hier habe.
Und ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Ich habe halt, wie gesagt, versucht, hier so einen coolen Sunset zu machen. Ich gehe jetzt praktisch über die ganzen Enden, die mir jetzt ein bisschen hart erscheinen, gehe ich mit meinem geliebten Primark-Pinsel, den es in so einem coolen Duo gibt, drüber und gehe nochmal in dieses Gelb. Wo ist das? Das ist übrigens die Zulu-Palette von Juvia's, meine Lieben. Und dann gehe ich nochmal in dieses Orangen, das Gelb und gehe praktisch hier über die Ränder und verblende das ganz toll aus, damit praktisch keine scharfen Linien entstehen. Markus ist sich gerade auch am fertig machen. Der bevorzugt es aber, sich im Bad fertig zu machen, Haare machen, glätten, was man alles so tut als Mann. Und ich glaube, und dann gehe ich hier nochmal so ein bisschen in kreisrunden Bewegungen rein. Ich versuche halt wirklich einen sehr, sehr sauberen Look hinzubekommen, trotz dass der Lichtverhältnisse echt, also wenn ich das so vergleiche zu den Verhältnissen, die ich zu Hause habe mit dem ganzen Lichtern und so, muss ich sagen, also die Lichter hatte ich ja schon vor YouTube, das heißt, es war einfach so, dass ich jetzt wirklich eine Lichtquelle gebraucht habe. Und dann kam ja auch das mit dem YouTube, das kam dann irgendwie total willkürlich, dass ich das auf jeden Fall noch dazu mache. Jetzt werde ich in die Blushing Berries Palette, die ich auch dabei habe, die ich übrigens irre geil finde. Das ist wirklich eine Palette, Leute. Da habt ihr so 5 Farben drin, die wirklich mega sind. Und jetzt gehe ich hier in dieses absolut krasse Schwarz-Schwarz und gehe jetzt hier an den äußeren Rand und arbeite mir das jetzt noch in die Crease rein. Niemand muss so zum König der Löwen gehen, aber wäre ich Jenny, wenn ich nicht ein bisschen mehr machen würde. Ich habe den ganzen Tag schon so eine Vision, was ich praktisch machen möchte, was auf jeden Fall passieren muss, damit ich mich wohlfühle auch. Und definitiv ist das in meiner Vision gewesen. Ihr seht ja, ich gehe ganz, ganz scharf raus. Also ich gehe praktisch, was halt geil ist, wenn ihr diese Tapes benutzt, seht ihr, wie ultimativ dreckig die werden. Ich hoffe, ich kann das zoomen, seht ihr das? Aber ihr kriegt halt eine so krasse, scharfe Linie, das glaubt ihr gar nicht. Alles, was praktisch da drüber schmutzig ist, ist vollkommen Wurst. Und was ich jetzt mache, ich werde jetzt das Tape wegnehmen, es säubern und ihr könnt dann gleich 100% sehen, was ich praktisch noch da alles aufgetragen habe. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen unsicher seid, ob es in der Mitte ein bisschen heller werden soll, dann geht ihr einfach nochmal mit dem Gelb rein. Dann nochmal in das Orange nebendran und blendet noch ein bisschen. Dann hier nochmal schön blenden. Dann dasselbe nochmal hier. Gelb auftragen und in das nächste Drittel dann wieder ein bisschen Orange. So, ich werde jetzt einen Eyelinerstrich ziehen, einen gelben Liner drüber setzen und dann Lashes aufsetzen und dann komme ich gleich zurück. Jahre später und der Wimpernkleber ist immer noch nicht ganz trocken. Meine Lieben, ich habe jetzt mal die Lashes drauf und ich zeige euch mal, versuche euch mal so nah wie möglich zu zeigen, was ich gemacht habe. Also, ich habe einen ganz normalen schwarzen Eyeliner gezogen und habe dann praktisch oberhalb des schwarzen Eyeliners nochmal praktisch einen Vivid Bright gezogen. Und zwar ist das dieser hier, der von NYX. Ich muss sagen, ich finde diesen Look extrem stark, aber, also von der, nicht vom Style her, sondern einfach so vom, also dieses Verblenden. Ich habe auch das Schwarz. Ich finde auch, ihr seht ja, wie scharf die Kanten werden durch das Tesa. Also ich werde euch jetzt auf jeden Fall im Schnelldurchgang meine Make-up-Routine zeige euch die Produkte dazu, mache ein kleines Voice-Over darüber und komme dann zurück, werde aber im Bad weiter filmen, dass ihr mich dann praktisch bei gescheitem Licht sehen könnt, wie der Look fertig aussieht.
hier gibt es gerade mega übelstes Gewitter. Ich hasse es, ey. Ich hoffe, dass es sich ein bisschen verschwindet. Hört ihr das? Voll übel. Also ich gehe jetzt praktisch in die Lower Lash Line. Ihr seht ja, also die Haut sieht sehr, sehr hell aus. Ich zeige euch aber später im Bad bei eher Artificial Light, wie das aussieht. Ich gehe jetzt praktisch in dieses Gelb von der Sulu Palette ein bisschen ab. Das ist nämlich staubig. Und arbeite praktisch in eurer Lower Lash Line. Und ihr macht praktisch dasselbe, was ihr oben gemacht habt. Erst gelb, dann orange und dann praktisch leicht in schwarz. Und dafür nehme ich einen sehr, sehr feinen Blenderpunktpinsel. Also das ist nicht einer von diesen Essence-Pinsel. Der muss schon sehr viel feiner sein. Und ihr könnt auch sehr viel tiefer in die unteren Wimpernkranz gehen. Das macht man wohl heutzutage so. Und das sieht auch wirklich, wirklich gut aus. Arbeitet wirklich schön sauber das Orange mit ein. Fahrt schön links und rechts. Und dann nehmt ihr einen angeflachten Pinsel und geht praktisch in das Schwarz, was ihr oben verwendet habt. Ich finde das immer ganz cool, weil Schwarz ist halt auch nicht gleich Schwarz. Dann geht ihr praktisch hier rein und nehmt praktisch den Pinsel so, dass ihr praktisch so in tupfenden Bewegungen das macht, weil ihr blendet das eh gleich komplett mit ein. Wenn ihr praktisch da draußen Kontaktlinsenträger seid, hätte ich, also ich habe jetzt praktisch den Step die Augen gemacht, Wimpern drauf, Kleber trocknen lassen. Dann würde ich euch raten, eure Kontaktlinsen einzusetzen und dann praktisch erst eure unteren Wimpernkranz bearbeiten. Weil es kann sonst sein, dass ihr die Lidschatten unter eure Kontaktlinsen schiebt und dann Prost Mahlzeit. So. Der Marc liegt hinter mir und atmet nicht. Er muss jetzt versuchen, ruhig zu sein, sonst weiß jemand, dass ich hier jemanden habe. So, das macht nicht zu viel, weil ansonsten ist das einfach ein bisschen zu hart. Dann geht er praktisch einfach nochmal hier unten runter und smoke das Ganze aus. Und ihr seht praktisch auch einen sehr schönen Ombre-Look, der halt so runtergeht. Und nochmal. So, er hat das erste Auftritt von meinem Freund. Sein Bein, sein Dicks. So, und dann gehen wir praktisch. Schon wieder. Dann gehen wir praktisch mit einem flachen Pinsel. Gehen wir hier in die Highlighter-Palette. Und ich glaube, ich werde jetzt dieses Top Secret nehmen. Das ist dieses sehr, sehr helle. Und trage das mir in dem Inner. In den Inner Corner auf. Ich finde diese Duo Lights Palette von BH richtig krass. Also die hat jetzt, glaube ich, diese letzte Woche, ich glaube, gerade mal 12 € gekostet. Ich habe jetzt, also aktuell sind wir jetzt daheim und habe also praktisch im Hotel, nicht daheim, sondern im Hotel und habe jetzt praktisch meine BH Cosmetics Lieferung nach Hause bekommen. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Desert Oasis Palette gekauft. Meine liebe Alida hat sich die nämlich gekauft und hat gesagt, dass sie die unnormal schön findet. Also werden wir das auf jeden Fall auch nochmal austesten zusammen. Jetzt bin ich eigentlich soweit fertig. Ich gehe jetzt praktisch mit einem matten Setting Spray. Das ist das Prime and Fine von Catrice. Über mein ganzes Gesicht, um diese ganzen Puderkonsistenzen mal zusammenzutragen. Weil nur so könnt ihr halt einen coolen Look bekommen. Seid ihr auch nicht so sparsam. Was auch mit musste nach Hamburg war natürlich mein Fächer. Und wir suchen uns jetzt auf jeden Fall eine Lippenfarbe aus. Dann wird das gemacht und ihr seht mich dann im vollen Look. Das ist der Look, also Make-up. Dann habe ich einfach so ein ganz schlichtes, dunkelgrünes Flatterhemdchen, eher so in so einem wie nennt man das, Fledermaus-Style. Eine Leggings und ich trage dann sowieso Römer-Sandalen dazu. Und ich hoffe, man kann sehen, also es sieht schon. Ey, also ich sehe so hell aus irgendwie in dem Licht. Aber ich blende euch auf jeden Fall hier mal coole Bilder ein, die ich gemacht habe am Fenster, solange es noch Licht gab. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses spontane Tutorial hat euch wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, aber wir haben es doch hingekriegt. Das ist, wie gesagt, der fertige Look. Ich hoffe, ihr könnt jetzt einfach im normalen Tageslicht sehen, wie es aussieht. Dieser Lippenstift gefällt mir sehr, sehr gut. Dieser Liner ist auch cool. Lashes sitzen. Haare, wie gesagt, sind ganz normal. Also ich habe die einfach so ein bisschen aufgecurlt, habe da jetzt ein bisschen Schaum rein. Und das war's, weil ich muss euch sagen, ich stehe nicht so auf Hochsteckfrisuren oder so.
Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video euch Spaß gemacht hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben für meine ganze Mühe. Und wenn ihr noch solche Looks haben wollt, in der Intensität packe ich auch so, wenn ihr mal Ausgeh-Looks für Abschlussbälle, für Proms, für irgendwelche Special Events. Ich habe zum Beispiel schon seit jeher einen übelsten Tick. Wenn wir ins Musical gehen, schminke ich mich immer der Farbe entsprechend, wie das Musical einfach ist. König der Löwen hat eher diese Wüsten-Vibes. Das heißt, ich hätte jetzt alles schminken können. Eher weniger Glitzer. Dann wie zum Beispiel bei Tanzende Vampire war ich halt super krass. Smoky Eyes hatte ich da. Recht hell geschminkt. Also so ein bisschen, was dem Thema entspricht. Und jetzt muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich wahnsinnig. Ich hoffe, wie gesagt, dass einfach ihr einen viel schöneren Tag habt, wie ich jetzt gerade, weil es regnet so krass draußen. Wir werden trotzdem durch den Hafen ein bisschen rumlaufen und ich wünsche euch einfach einen wahnsinnig schönen Tag, Leute. Ihr werdet bestimmt in den nächsten Videos mitbekommen, wie ich das Musical fand. Möchtet ihr da gerne Infos drüber haben, praktisch wie die ganze Organisation war, in welchem Hotel ich war oder so, dann sagt mir gerne Bescheid. Ich gebe euch gerne Rückmeldung. Und ich habe euch sehr, sehr lieb, meine Lieben, und passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen und wir sehen uns dann bald, bald wieder.